Heute bei Wer weiß denn sowas? Redi im Team mit Bernhard Hoecker und sie spielen gegen Trimax und Elton. Das YouTube-Duell, es geht los. Guten Abend. Herzlich willkommen. Da das ja heute eine sehr online-affine Sendung ist, weise ich gerne an dieser Stelle auch darauf hin, dass ihr ja interaktiv mitspielen könnt. Über unsere ARD-Quiz-App könnt ihr ja, wer weiß denn sowas, während der Sendung, aber auch außerhalb unserer Sendung, unter Sendezeit bespielen. Und wir starten heute an diesem Montag in die ARD-Themenwoche Zukunft Bildung. Und das ist unser Beitrag dazu. Wir haben uns zwei Gäste eingeladen, deren Zuhause YouTube ist, zumindest das zweite. Ja, Redi, mit richtigen Namen Sebastian Meyer, einer der bekanntesten Let's Player, Fortnite-Spieler, YouTuber in Deutschland. Alles. Im Team mit Bernhard Hoecker. Und auf der anderen Seite der nicht weniger bekannte und erfolgreiche Trimax, Maximilian Stemmler. Kommt auch hier aus der Hamburger Ecke. Du kommst hier aus der Hamburger Ecke, habe ich genau, gerade gesagt. Ich komme gleich von dir. Genau, und die Kids zu Hause werden jetzt alle ausflippen, dass ihr heute Abend hier seid. Ja. Wir werden jetzt gerade Mama und Papa, Oma und Opa erklären, wer ihr seid, was ihr macht. Ja, und erstmal muss ich sagen, schön, dass ihr Zeit für uns hattet. Ja, ihr spielt ja und bewegt euch ja seltener vor Publikum, normalerweise irgendwie einsam in dunklen Kellern, je nachdem, wo euer Studio so eingebaut ist. Ja, heute wird es alles hier im Scheinwerferlicht stattfinden. Ne? Ja, ich bin sehr gespannt. Wir werden bestimmt auch ein bisschen was aus eurer spannenden Welt heute erfahren. Das, was jetzt hier passiert, ist aber erstmal alles sehr analog. Ne? Wir spielen ein sehr lustiges Spiel. Und wir schauen erstmal auf die Zuschauerverteilung, weil das ist eine wichtige Sache hier in dieser Sendung. Wie viele Zuschauer sitzen hinter welchem Team? Hinter Bernhard und Revi sitzen 63 Zuschauer. Oh. Hinter Elton und Trimax 64. Oh. Also. Dieses Duell hast du schon mal für dich entschieden. Ne? Das Duell hast du schon mal für dich entschieden. Es sitzen mehr Zuschauer hinter euch ja. als hinter Revi. Es sei denn, es liegt daran, dass einer mehr dich von vorne sehen wollte. Ja? Das könnte eine Möglichkeit sein. Ja? So, wir haben auch heute wieder 12 Kategorien im Spiel. Ich habe noch so eine Wissenslücke. Oh, wollt ihr was wissen? Ich würde gerne etwas wissen. Mhm. Ja? Ja, was? Okay, dann haue ich einen raus. Ja, dann haue ich einen raus. Ne? Passend heute 11.11. Ne? Karneval, deswegen so einen richtigen Kracher. Wussten Sie eigentlich, dass, wenn man den Satz "dreh mal am Herd" rückwärts liest, dann auch "dreh mal am Herd" rauskommt? Ja, was Neues. Wahnsinn. Nee, das muss reichen. So, mehr gibt's nicht. Wir haben heute wieder 12 Kategorien im Spiel. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute im Spiel sind total genial. Andere Länder, andere Sitten, dies Fragezeichen, tierisch, Essen und Trinken, Technik, Zahlen bitte, Wunder der Natur, Handarbeit, Schienenverkehr, Edelmetall und Sport. Das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie auswählen. 500 Euro für jede richtige Antwort und ein Publikumsjoker für jedes Team. Ja, habt ihr schon erste Gemeinsamkeiten gefunden? Ja, guck uns an. Es ist nicht Sport. Ach. Ich hatte eigentlich auf Wunder der Natur getippt. Ja, aber gut. Okay, die erste Frage aus der Kategorie Essen und Trinken. Das türkische Wort Kumpir für eine Ofenkartoffel. A. Bezeichnet auch deutsche Fußballfans. B. Stammt vom pfälzischen Wort für Kartoffel. Oder C. Wird in Istanbul tagsüber nur geflüstert. Ich habe Kumpir tatsächlich noch nie gehört, dass das eine Ofenkartoffel ist. Gar nicht. Okay,
dann versuchen wir es mal. Also, bezeichnet auch deutsche Fußballfans. Soll heißen, von wegen die deutschen Kartoffel, hahaha, ist wahrscheinlich so eine Art Verunglimpfung. Mhm. Also A, könnte sein, aber so umgangssprachlich. Aber das finde ich wirklich sehr unfreundlich. So, stammt vom pfälzischen Wort für Kartoffel ab. Muss natürlich geschichtlich sehen, obwohl die Kartoffel kommt ja eigentlich gar nicht aus, wirklich aus Deutschland. Mhm. Genau, die aber damals mehr pfälzisches Wort Kartoffel, Kumpier. Ja, ey, hätte man auch irgendwie nie mitbekommen, ja, irgendwie, ja, irgendwann mal. Pfälzer sagen doch Kumpier, Kumpiersalat. Hab ich auch noch nicht gehört. Wird in Istanbul tagsüber so geflüstert. Warum? Was kann denn das, ist das vielleicht... Ofenkartoffel? Ist das, sollte man das tagsüber flüstern? Vielleicht, ja, weil das vielleicht irgendein Unglück bringt. Vielleicht ist das Kumpier, gibt es nur hier in Deutschland als Ofenkartoffel. Und, ja, und das ist vielleicht eine andere Bezeichnung. Mhm. Und deswegen wird das in... Aber warum auch nur in Istanbul? Warum tagsüber? Ja, so. Ist das vielleicht gleich was fürs Publikum? Das könnte theoretisch schon gleich was fürs Publikum sein, weil ich habe keine Ahnung. Ich find, würde... Ich tendiere ein bisschen zu A, obwohl ich das blöd finde. Ja. Ich würde zu A tendieren, aber... Ohne bist, Publikum würdest du einfach mal... Du bist der Captain. Ja, weiß ich nicht. Du bist der Captain, du entscheidest. Ich reihe mich auf den Tisch und sage, Captain, mein Captain. immer Verantwortung abgeben. Was machen wir, Elton? Publikum oder? Wir nehmen A. Auf jeden Fall hatte das Publikum schon mal nichts dagegen, dass ihr A genommen habt. Mhm. Kumpir bezeichnet im Türkischen große gefüllte Ofenkartoffeln. Sie sind in der Türkei heute sehr beliebt. Der Begriff Kumpir hat seinen Ursprung jedoch auf dem Balkan. Von dort brachten Siedler die Ofenkartoffel mit, die sie selbst wiederum von donauschwäbischen Siedlern übernommen hatten. Diese stammten zu einem großen Teil aus der heutigen Pfalz. Der dortige Begriff Krummbeere für die Kartoffel gelangte über diese Umwege bis in die heutige Türkei. Also aus der Krummbeere ist Kumpir. Ja, ja. Ich hätte also, auch wenn wir A genommen hätten, ich hätte mir das auch nicht wirklich vorstellen können, dass die türkischen... Nein, bestimmt nicht. So, es bleibt erstmal bei 0 Euro. Ja. Okay. Wer so anfängt, hat die besten Möglichkeiten, sich zu steigern. Absolut, absolut. Ja, keine Ahnung, du Berner, du bist hier der Team-Captain. Du hast gesagt, du bist heute Bahn gefahren und hast eine halbe Stunde drin gesessen. Deshalb würde ich Schienenverkehr schon mal rausnehmen. Ah ja, okay. Ich Lach dich nichts an. Ja. Dann nehmen wir... Total genial. Richtig, das ganz wollte genau. ich jetzt, das wäre mein nächster Vorschlag gewesen. Total genial. Da verbergen sich bei uns ab und an auch solche Lifehacks dahinter. Ja. Womit lässt sich der pH-Wert von Pflanzenerde absenken, damit Hortensien besser wachsen? A. Tafelkreide, B. Backpulver oder C. Kaffeesatz? Oh, pass auf. Ja, ich pass auf. Backpulver ist basisch. Ja. Und pH-Wert senken ist ja dann in den basischen Bereich gehen, oder? Das ist Säure untenrum. Ja. Ist untenrum Säure? Oder untenrum ist es basisch? Ich glaube, untenrum ist es. Bei wem? Also. Jetzt in der Erde auch? In der Erde, meine ich. Aber auf einer pH-Skala. Auf der pH-Skala viel pH-Wert ist. Also sinnig klingt Backpulver, weil ich halt weiß, dass es eine Base ist und dann dementsprechend halt den pH-Wert in irgendeine Richtung beeinflusst. Säure senkt, so, genau. Und Tafelkreide, ich weiß nicht, also Kreide. Du warst so schnell bei B, du erklärst das, ja, das macht mit Worten, die ich gut finde. pH-Wert. pH-Wert und oben und unten und Säuren und Backpulver ist basisch. Was sind denn Hortensien? Das sind Nein, ich weiß Hortensien. Weiß ich. Sie haben jetzt eben auch schon eine falsche Antwort. Eine können wir uns ja erlauben, oder? Wir sind auf jeden Fall, liegen wir da nicht zurück, sondern wir liegen da noch nicht. Also wenn du dir bei Backpulver sicher bist... Überhaupt nicht. Wenn du dir fast sicher bist bei Backpulver... Auch nicht. Wenn du eine Tendenz zu Backpulver hast, dann nehmen wir B. Nehmen wir B. Backpulver. Oh, da hinten. Ich glaube, es ist von der pH vom pH-Wert. Du bist voll mehr Beifall. Ja. Einige Pflanzen benötigen einen sauren Boden mit einem pH-Wert von unter 6,5. Dazu gehören Hortensien, Rhododendren und Heidelbeeren.
Um den pH-Wert der Pflanzenerde auf natürliche Weise abzusenken, wird getrockneter Kaffeesatz flach in die Erde eingearbeitet. Kaffeesatz hat einen leicht sauren pH-Wert, weil beim Rösten der Kaffeebohnen Huminsäuren entstehen. Gleichzeitig wird der Boden durch enthaltenen Stickstoff gedüngt. Okay. Alles gut. Ja. Auch hier die erste Frage nicht richtig beantwortet. Die Richtung stimmt. Wir nehmen Wunder der Natur. Na, ist gut. Der salzigste See der Welt, der Don Juan See, A, ist umgeben von einer riesigen Wildrosenlandschaft. B, hilft Forschern, potenzielles Leben auf dem Mars zu erforschen. Oder C, erhält einen großen Teil seines Salzgehalts von Würmern. Das ist schon wieder... Also die falschen Antwortmöglichkeiten sind echt gut eigentlich. Ja, die sind, ja. Könnte alles sein. Alles gut. Also, ist umgeben von einer riesigen Wildrosenlandschaft. Also da ist der See und drumherum sind viele Wildrosen. Brauchen Rosen so viel Wasser und Salz? Ja, vielleicht ist es das Außergewöhnliche, vielleicht ist genau das Wunder, dass es eigentlich alles total salzig ist und das Leben überhaupt gar keinen Sinn hat, ja. Aber diese Rosen, es geht ja schließlich um Wunder der Natur. Ja, ist gut. So, hilft Forschern, potenzielles Leben auf dem Mars zu erforschen? Glaube ich nicht, das wäre zu simpel, das kann man auch anders machen. Er hält einen großen Teil seines Salzgehaltes von Würmern. Ah, das ist auch gut. Heißt also, die scheiden irgendwas aus? Ja. Ja, Salz. Sehr witzig. Muss man sie aber vorher mit Salzstangen füttern. Ja, stimmt. Es ist wahrscheinlich dann A, ne? Es ist A. Ich sag's dir. Hast du eben auch schon gesagt. Ja, gut, okay, aber diesmal? Wir nehmen mal wieder A. A. Irgendwann wird es auch mal treffen. Irgendwann. Der ganze See ist von einer Wildrosenlandschaft umgeben. Mhm. Ja, das sieht auch gut aus. Ja, aber dann wäre es ja eher der Bachelorsee. Oder? Der antarktische Don Juan See ist mit über 40% Salzgehalt salziger als das Tote Meer und friert selbst bei minus 50 Grad selten zu. Forscher fanden bei Langzeitbeobachtungen heraus, dass der See nicht von Grundwasser gespeist wird. Stattdessen ziehen Bodensalze die Feuchtigkeit aus der Luft. Das könnte so auch auf dem Mars funktionieren und damit eine wichtige Grundlage für Leben sein. Die extremen Umweltbedingungen helfen also dabei, potenzielles Leben auf dem Mars zu studieren. Da ist ja die Entscheidung, weil hätte einer helfen können? Nee, hätte auch das Publikumsjoker nichts gemacht. Ja, also es bleibt bei 0 Euro. Jetzt aber. Technik. Ja, Hammer. Technik. Wenn du das sagst. Chemie hatte ich auch eine 5. Chemie. In Hamburg-Altenwerder steht ein elektrothermischer Energiespeicher, der A. mit Kuhdung betrieben wird, B. durch Luftzirkulation Wärme erzeugt oder C. mit 1000 Tonnen Vulkangestein gefüllt ist. Okay, darf ich dir was sagen? Ja. Ohne, dass ich mich jetzt wieder aufs Latter begebe. Völlig in Ordnung. Ich habe einen Kollegen, der studiert Umweltingenieurswesen und ich weiß, dass es ein Verfahren gibt, Methan, also Strom zu Methan zu transformieren durch irgendeinen Prozess, der mir nicht geläufig ist. Und dann wird das in großen Tanks gespeichert. So habe ich die Möglichkeit, Strom nicht in Akkus zu speichern, sondern als Methangas. Und kann das dann später wieder verbrennen und habe dann wieder Strom, damit ich das langzeitmäßig speichern kann. Und ein elektrothermischer Energiespeicher ist ja scheinbar jemand oder etwas, nicht jemand, was ja irgendwie Energie speichert. Das kann auch kompletter Bullshit sein, ne? Also ja, aber Kuhdung, ne? Bullshit. Ja, genau, ja. Danke. Das heißt, die legen zwei Kabel an so einen Haufen, also jetzt mal wahrscheinlich ein bisschen komplexer. Die stecken das direkt in die Kuh, das Kabel. Okay. Also was machen wir jetzt? Ich fand die Erklärung, hat mir total gut gefallen. Ich bleib machen wir es? Ja, komm. Das hast du erklärt und die machen aus dem Kuhdung, machen die Strom, da kommt das Methan raus. Wenn, dann kann ich Kabel auch dran, Batterie reingeworfen, bumm, Gas, zack, wieder zurück, Batterie voll. Dann geben wir meinem Kollegen die Schuld. Ja, genau. Wir nehmen A. Ja, machen wir.
Genau, du, wir lösen erst auf und dann kannst du ja sagen, wie der Kollege heißt. Genau. Hm? Im Sommer 2019 ist in Hamburg-Altenwerder ein besonderer Energiespeicher in Betrieb gegangen. Der Bunker des elektrothermischen Energiespeichers ETES ist mit 1000 Tonnen Vulkangestein gefüllt. Nicht gebrauchter Strom aus erneuerbaren Quellen erhitzt die Steine auf ca. 600 Grad. Etwa eine Woche kann die Energie gespeichert werden. Bei Strombedarf wird mit Hilfe eines Dampfkraftwerks die Wärme wieder in Strom umgewandelt. Der Speicher reicht aus, um rund 12.000 Haushalte einen Tag lang zu versorgen. So, es bleibt bei 0 Euro. Ja. Jetzt aber. Na doch, doch, doch. Ich würde gerne tatsächlich Handarbeit nehmen, weil, also ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, unser Publikum hat da, also, lass mal Handarbeit nehmen. Ach so, so möchtest du, das ist die Taktik? Ja. Okay. Hm? Also, wenn es die Handarbeit ist, die... Nee, ich, wählst was aus, was das Publikum weiß. Ich sag jetzt mal lieber nichts. Okay. Wozu dienen die verschiedenen Farben bei Glaskopfstecknadeln? Das weiß bestimmt das Publikum. A. Um für jede Stofffarbe eine sichtbare Farbe auszuwählen. B. Um verschiedene Nadeldicken zu unterscheiden. Oder C. Um verschiedene Nähte vorzustecken. So, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich könnte mich um Kopf und Kram, aber ich glaube, das weiß mit Sicherheit. Was ist das Publikum? In dem Publikum. Wir fragen das Publikum. Ich will gar nicht weiter. Ohne große Diskussion. Ich würde zu B tendieren, aber also jetzt. Die wissen das. Hallo? Oh, ja. Guck mal. Guck mal hier, ich finde, das passt wunderbar an diese ganze Gender-Diskussion, die man heute hat. Ne? Ich habe nicht gesagt, ach komm, das müssen doch alle Frauen wissen, aufstehen. Nein, hätte ich nie gesagt. Du bist? Ich bin der Achim aus Wolfsburg. Mhm. Jetzt kommen wir aber mal zu deinen fachlichen Qualitäten hier, was die Glaskopfstecknadeln betrifft. Ich weiß es nicht wirklich, aber ich würde auf A tippen, um für jede Stofffarbe eine sichtbare Farbe auszuwählen. Mhm. Also sozusagen immer als Kontrastfarbe, genau. Ne? Das würdest du vermuten. Mhm. Alles klar, Achim, wir haben A eingeloggt und jetzt, irgendwann muss doch mal eine richtige Antwort kommen, oder? Immer A. Bitte. Glaskopfstecknadeln haben Köpfe in den verschiedensten Farben. Und das nicht ohne Grund. Laut Hersteller werden die Nadeln mit bunten Köpfen verkauft, damit für jede Stofffarbe eine möglichst konträre Stecknadelkopffarbe gewählt werden kann. Dies soll das Nähen vereinfachen und verhindern, dass die Nadeln übersehen werden und beispielsweise mit einer Schere hineingeschnitten wird. Sehr gut, richtige Antwort. Wir sind nach Wolfsburg und die ersten 500 Euro. Ich hätte gerne Schienenverkehr. Ja, weil er hätte gerne. Ja, ja. Ich sag hier nichts mehr. Doch, 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 doch. Ich nehme dann nur das andere. Genau. Zweimal. Das klang logisch, ist aber falsch. Ja. Ja, genau. In Österreich werden Schienen der Bahn auf einer Teststrecke weiß angestrichen, um A. die Zahl der Wildunfälle zu verringern. B. ein Überhitzen der Gleise zu verhindern oder C. den Bremsweg der Züge zu verkürzen. Was sagst du? Also ich habe jetzt auch direkt an B gedacht. Weil verdammt, ich auch. Es macht halt Sinn. Ne? Weiße Gleise sind ja, erhitzen ja nicht so schnell wie diese braunen, verrosteten Dinger, die wir in Deutschland haben. Aber vielleicht ist es auch so bei Wildunfällen, dass bestimmte Art von Rotwild weiß nicht mag. Ich meine, die laufen ja auch über eine Straße mit weißen Strichen. Mhm. Das ist richtig. Aber das ist ja ein durchgezogener Strich. Da wissen Sie, da dürfen Sie nicht drüber. Durchgezogene Linie. Das geht dann nicht so. Das ist ja. Sollen wir B nehmen? Du bist der Team-Captain, oder? Ach so, stimmt. Ich habe mich für Schienenverkehr entschieden. Deshalb übernehme ich jetzt die Verantwortung und sage B. Also, wenn jetzt ein Rotwild kommt, dann... Um ein bisschen in dem Duktus zu bleiben, du bist heute der Administrator. Ben. Der Administrator, ja, genau. Ich krieg den Ärger ab. Genau, ich werde angerufen, wenn es nicht funktioniert. Richtig, okay, genau. B ist eingeloggt.
Mit einem speziell entwickelten Schienenfahrzeug lackierte die österreichische Bundesbahn im Juli 2019 die Schienen eines 5 Kilometer langen Streckenabschnitts in Vorarlberg weiß. Die helle Farbe soll die Gleise vor Überhitzung schützen. Laut Experten können die lackierten Schienen ein Aufheizen durch Sonneneinstrahlung um 5 bis 8 Grad verringern. Das könnte reichen, um Verformungen an heißen Sommertagen zu verhindern. Sollten die Tests erfolgreich sein, sollen weitere Streckenabschnitte dazukommen. In Italien, in der Schweiz experimentiert man damit auch. So, auch hier die erste richtige Antwort und ganz ohne Hilfe, ganz alleine. Sehr gut. 500 Euro sind ausgezahlt. So, jetzt sind wir drin im Spiel. Wir probieren mal Edelmetall. Machen wir. Womit lässt sich ein Stück Gold vom optisch ähnlichen, aber wertlosen Katzengold unterscheiden? A. Ein paar Tropfen Olivenöl. B. Roter Laserpointer oder C. Blumentopf aus Keramik. Du meintest gerade, die Kategorie klingt schwer, aber die Frage wird dann einfach. Nein, man denkt, es ist schwer, aber vielleicht ist es einfach. Aber es ist nicht wirklich einfach. Nee. Ich tendiere ein bisschen zu dem Laserpointer, aber warum? Ich auch. Also ich würde rein vom Bauchgefühl sagen, der Laserpointer ist es auf gar keinen Fall. Aber gerade deswegen, weil ich sonst wieder A nehmen würde, würde ich diesmal einfach B nehmen. Was soll passieren, wenn du Öl auf irgendwas, also das, da ist Fließgeschwindigkeit, kann man vielleicht erkennen, ob das da oder, aber sonst kann ich mir bei Olivenöl, du reibst es ja nicht, so. Glaube ich nicht. Laserpointer, da kann irgendwas mit Licht, entweder schluckt es das oder, und Blumentopf aus Keramik, das klingt anders, aber. Könnte auch irgendwie sein. Wir sind weg. Wir nehmen B. Okay, wir nehmen B. B, als Team. Wer glaubt, ein Goldnugget aufgespürt zu haben, hat vielleicht nur ein Stück Katzengold gefunden. Dabei handelt es sich um das häufig vorkommende Mineral Pyrit. Um zu überprüfen, worum es sich handelt, genügt ein Keramiktopf. Wenn durch Anritzen mit dem Fundstück auf der Unterseite des Topfes ein Kratzer entsteht, handelt es sich vermutlich um wertloses Pyrit. Gold ist wesentlich weicher und hinterlässt auf einem Keramiktopf einen goldschimmernden Abrieb. Es ist ja auch eine wissensvermittelnde Show. Ja. Man lernt bei uns immer was. Sag du, jetzt, wo man es gesehen hat. Ich glaube, wir nehmen andere Länder, andere Sitten. Glaubst du? Ja. Ich weiß es. Jetzt also, weiß ich. Jetzt hat es Ping gemacht. Ja. In Schweden. In Schweden ist es strafbar, einen Elch Witze zu erzählen. B. Können Schüler durch Sozialstunden ihre Schulzeit verkürzen? Oder C. Wird zur Abgabe der Steuererklärung nur eine SMS benötigt? A. Ist es strafbar, einem Elch Witze zu erzählen? Kann ich mir vorstellen, so ein hochtechnologisiertes Land, die sind ja Skandinavier, sind es ja immer mit allem bestimmt 40 Jahre vorausgefühlt. Warum sollte man durch Sozialstunden seine Schulzeit? Das halte ich auch, das würde ich also auch. Also da muss man ja erst eine Straftat begehen, dann kriegt man Sozialstunden, dann wird man belohnt, indem man kürzer zur Schule geht. Kommt, wenn die, aber so schlecht sind die Schulen nicht, dass das eine Straftat ist. Nee, in Skandinavien hat ganz gute Schulen. Ja, eben, das hat zumindest einen guten Ruf, genau. Ja. Es ist strafbar, einem Elch Witze zu erzählen. Also vielleicht darf man man darf generell nicht mit einem Elch reden. So, man darf die nicht anquatschen. Aber ganz ehrlich, wenn ich bitte dann den Elch während der Fahrt nicht ansprechen. Wird zur Abgabe der Steuererklärung nur eine SMS benötigt? SMS, ist das noch aktuell? Es also kann natürlich sein, dass Schweden noch sein altmodisches Verfahren hat wie eine SMS. So rückständig, oder? Genau. So, es wäre simpel und es wäre geil, wenn es das gäbe. Ne? Jahreseinkommen. Ja, sagst du. Und die Belege hängst du als Bild an.
Das okay, ist, warte, stopp. Stopp, alles bleibt. Ich habe noch was zu B. Pass mal auf, Sozialstunden bringen wir jetzt im Kontext mit einer Strafe, ja, die ich bekomme, weil ich irgendwo öffentlich uriniert habe oder sonst was gemacht habe oder ne, irgendwie auffällig gewesen bin. Vielleicht kann ich ja über Sozialstunden, indem ich in einer Einrichtung arbeite, tatsächlich meine Schulzeit verkürzen und das mir als Schulzeit anrechnen lassen, indem ich halt sage, ich arbeite jetzt in einer inklusiven Einrichtung oder tu etwas zum Gesellschaftssystem. Ja. Das würde in das Schulsystem von Skandinavien oder Schweden im Sondern vielleicht sogar ganz gut passen. Das liegt an dir. Wir können das Publikum noch fragen, ne? Ja, das, ich bin immer noch für C, finde aber B so möglich, dass ich glaube, dass das vielleicht einer aus dem Publikum weiß. Dann wälzen wir den Rest jetzt einfach. Guck mal, eine Sache haben wir gemacht, den Rest. Genau, also wir machen die eine, ja. Genau, wir fangen an, die ziehen das durch. Und dann ist es gleich A und wir sind. Und dann ist es A und wir sind alle in einem Boot. Also wir fragen das Publikum. Ja, B oder C. Ah. Ist unser. So, oh. Super. Oh. Also bei ihr steht sogar Universität. Oh. Ja, ja, ja. Ich meine, das ist, tut mir leid. Was steht bei dir drauf? Hast du, nichts, ne? Hast du einen Doktortitel? Nee, aber vielleicht macht er Sozialstunden. Noch nicht. Aber du vielleicht hat er Sozialstunden gemacht und ist schon fertig. Vielleicht. Das, ja. So, wen von beiden fragen wir? Wir nehmen die Dame. Wir nehmen sie. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Sophie. Bist du denn überhaupt an der Universität in Hildesheim? Ja, ich studiere Erziehungswissenschaft. Oh, das ist sehr gut. Das ist ja im weitesten Sinne auch ein bisschen was Soziales. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es C ist, weil ich mich damit mal beschäftigt habe und ich mich damals sehr drüber gefeiert habe, wie cool das ist, dass man das per SMS machen könnte. Okay, ne? Ja, dann haben wir C eingeloggt und in der Tat, Schweden, ne, ist ja sehr bekannt für das moderne Digitale, was da alles geht. Schweden ist besonders in technologischer Hinsicht ein fortschrittliches Land. So sparen sich die Bürger auch bei der Steuererklärung Aufwand und lästigen Papierkram, denn die kann in Schweden mit einem Klick erledigt werden. Da das Finanzamt über die nötigen Informationen der Bürger verfügt und das Steuersystem einfach gestaltet ist, können die Unterlagen ausgefüllt an die Haushalte geschickt werden. Sind alle Angaben korrekt, reicht eine Bestätigung über das Internet oder per SMS. Ja, und Daumen drücken hier für den Ausgang. Die richtige Antwort und ihr steht bei 1.000 Euro. Nächste Kategorie für Elton und Max. Wer muss oder Trimax. Wir nehmen tierisch. In einem Experiment fanden Ökologen der University of California heraus, dass Berglöwen A. Angst vor menschlichen Stimmen haben, B. an ihren Geburtstag denken oder C. im Sommer ein dickeres Fell tragen als im Winter. Ja. Was heißt denn an ihren Geburtstag denken? Das finde ich irgendwie, also ich glaube nicht, dass sie jedes Jahr, heute vor 3 Jahren bin ich geboren. Nee. Das glaube ich nicht. Die haben gar kein Zeitgefühl. Aber kann auch vielleicht was anderes bedeuten. Vielleicht Geburtstag mit Geburtsort und irgendwie dann noch irgendwas wissen. Ja, es ist ja ein Experiment. Vielleicht ja. Haben die dann das Geräusch oder irgendwas vorgespielt und daran konnten die sich dann erinnern. Und haben halt anders reagiert als sonst. Ja doch, könnte sein. So, weil in einem Experiment herausfinden, ob man im Sommer ein dickeres Fell hat als im Winter, da brauche ich kein Experiment. Entweder sieht man das, also ich finde C zu komisch. Stimmt. So, A kann natürlich sein, dass die verschiedene Stimmen, also der Berglöwe ist irgendwie und die spielen ihm verschiedene Stimmen vor. Ja. Bei so einem Hasen, was, wie macht ein Hase Muck, Muck, Muck? Nein, wie macht beim... So nicht. Wenn dann eine menschliche Stimme kommt, ja. Dass sie dann Angst haben. Ja, aber haben Nein. Berglöwen Angst vor einer Stimme? Ja, vielleicht, ja. Also ich würde es nicht ausschließen. Mhm. Aber ich finde am skurrilsten irgendwie B, dass die ja, da irgendwas einspielen. Cool, wenn das stimmen würde. Wir nehmen B. Okay. Ja. Alle so. Oh, warum so eine kleine Berglöwentorte? Im Sommer 2018 installierten Ökologen der University of California 25 Lautsprecher in einem Wald der Santa Cruz Mountains in Kalifornien. Im Wechsel wurde das etwa 1 Quadratkilometer große Gebiet mit Froschlauten und menschlichen Stimmen beschallt.
Während dort lebende Berglöwen die Froschlaute ignorierten, reagierten sie auf menschliche Stimmen ängstlich und ergriffen die Flucht. Die Wissenschaftler schließen daraus, dass sich allein aufgrund von Furcht ganze Ökosysteme verändern können, da Tiere deshalb gewisse Bereiche meiden. Ja, richtig erklärt. Bleibt erstmal bei 500 Euro. Dann nehmen wir das Fragezeichen. Fragezeichen. Wir nehmen das Fragezeichen und dann. Überraschungskategorie. Entscheiden die, ob wir Sport oder Zahlen kriegen. Das ist was für dich, Revi. Der sogenannte Windkessel-Effekt. A. Führt zu erhöhten Vegetationen in Flusstälern. B. Sorgt für einen gleichmäßigen Blutstrom in unserem Körper. Oder C. Verhindert, dass zu viel Luft durch Schornsteine in Häuser gerät. So, ja. Der Windkessel-Effekt. Kessel ist ja, ja eine Form, ne? Ja. Und dann geht der Wind ja rein. Erhöhter Vegetation in Flusstälern. Das heißt, der Wind trägt eventuell da durch Flusstal mehr Wind zieht, weil das ist ja, ne, ja, in den Bergen prallt er ja ab, eventuell mehr Saatgut dann mit sich. Vielleicht und mehr Insekten, die dann Samen mit in das Flusstal bringen. Und deshalb vegetiert da einfach mehr vor sich hin. Flora, genau. Sorgt für einen. Sorgt für einen gleichmäßigen Blutstrom in unserem Körper. Das hieße, man hätte im Windkessel eine Zirkulation, die hilft, dass das Blut gleichmäßiger fließt. Aber. Das ist, wie soll sich das denn auf so eine Arterie oder auf eine Ader aus? Also A können wir uns erklären, B kann man schon mal gar nicht erklären. Ne? C verhindert, dass zu viel Luft durch Schornsteine in Häuser gerät. Quasi, die sind ja oben abgedeckt, meistens die Schornsteine. Ja, damit es nicht reinregnet. Genau, und damit aber auch der Wind wahrscheinlich halt nicht, der kommt ja nicht von oben, der Wind, ne? Ja, der Windkessel-Effekt, das ist, wenn es einmal... Wahrscheinlich, weil der Wind halt nicht runter zirkulieren kann, weißt du, in dieser langen Röhre. Das zieht noch nach. Ja. Das ist dann ein Problem, wenn eine bestimmte Luftschicht oben drüber liegt, dann zieht, da musst du sehr heiß machen, damit das einmal angefangen hat und dann zieht der von alleine immer nach. Mhm. Ist das der Windkessel-Effekt? Das ist halt die Frage, ob, also A oder C. Also ich bin für A, aber das heißt, wie gesagt, gar nichts, ne? So, ich bin der Kapitän. Ich bin Gastgeber. Ich mache Folgendes. Ich entscheide mich für C. Mhm. Wenn es falsch ist, kannst du sagen, ey, ganz ehrlich, dann bin ich, ich hab's noch erklärt. Dann bin ich die ganze Zeit richtig sauer. Nee, du musst nicht sauer sein, aber du kannst halt, du hast halt die Ehre, dass du es gewusst hättest. Ja. Und wenn es richtig ist, können wir uns einfach beide freuen. Dann ist super. Okay. Wenn es B ist, dann haben wir aber ein Problem. Ja. Dann ist... Okay, aber ihr könnt es euch leisten, ihr liegt weit in Führung. Ihr liegt weit in, wir haben doppelt so viel. Richtig. Wir nehmen C. C. Als Windkessel wird ein Druckbehälter bezeichnet, der etwa in Pumpenanlagen für den Ausgleich von Druckschwankungen verwendet wird. In unserem Körper erfüllen die herznahen Arterien die Funktion eines Windkessels. Sie sind besonders elastisch und können so den hohen Druckunterschied verringern, der zwischen der Phase des Blutauswurfs und der Phase der Bluteinströmung besteht. Dieser sogenannte Windkessel-Effekt führt so zu einem gleichmäßigen Blutstrom innerhalb unseres Körpers. Es soll aber irgendwie auch nicht sein. Beide falsch. Krass. Bisschen peinlich jetzt, ne? Nee. Hey, ihr seid noch im Spiel. Du sagst in dem Sport? Aber ja, natürlich. Wir nehmen Sport, auf jeden Fall. Ganz sicher? Ja. 100%. Ja. Du bist der Kapitän. Profikartenspieler Ger Halgemo wurde vom Bridge-Weltverband Anfang 2019 für mehr als ein Jahr gesperrt, weil er A. eine Karte in der Unterhose versteckt hatte, B. einem Kontrahenten ins Blatt geguckt hatte oder C. bei einer Dopingkontrolle positiv getestet wurde. Ger Halgemo. Also, Karte in der Unterhose, das machst du nicht bei einer, nee, als Profikartenspieler. Warum sollte man, weißt du? Glaube ich nicht. Aber so aus Versehen mal einen Schritt zurück machen und ein bisschen die Karten vom anderen gucken? Das kann passieren.
Und warum solltest du dich dopen fürs, als Profikartenspieler? Ja, das sind alles gute, sehr gute Argumente. Mhm. Vorher eine Karte in der Unterhose versteckt. Da muss er ja auch erstmal rankommen. Ja. Verdammt, wie soll er das machen? Dann sitzt er am Tisch und sagt, Moment, ich hol mal den Herzbuben raus. Und dann sagt der andere, nee, das war ein Ass. Schöne Pike. Schöne Pike. Also Beam würde ich ausschließen, du wirst nicht für ein Jahr gesperrt. Ich meine, Bridge ist natürlich, ist wieder so ein englisches, streng, aber du guckst da aus Versehen, kannst du ja sagen, und dann Anfang 2019. Das muss ja auch erstmal bewiesen werden, dass du da wirklich rein, also. Ja, ja. So, okay, kommen wir zu C. Bei einer Dopingkontrolle positiv getestet wurde. Da kann man natürlich sagen, wie du selber schon gesagt hast, warum soll man sich beim Bridge dopen? Aber vielleicht hat er irgendwas eingenommen, um wach zu bleiben. Wir sollten da auch Dopingtests durchführen. Was nimmst du denn für Doping beim Kartenspielen? Kannst du schneller mischen. Hm? Okay, also A oder C. Bei euch gibt's wahrscheinlich C. Okay, ja, wir nehmen C. Bei euch gibt's keine Dopingtests, wenn ihr mal wieder eine ganze Nacht durchzockt. Ihr müsst euch ja auch irgendwie wach halten. Klar. Hm? Der 49 Jahre alte gebürtige Norweger Geir Helgemo ist professioneller Bridge-Spieler. Anfang 2019 wurde vom Bridge-Weltverband gegen ihn eine Sperre bis zum 20. November 2019 verhängt. In seinem Körper wurden in einer Probe vom September 2018 zwei verbotene Substanzen festgestellt, die den Testosteronspiegel steigen lassen und vor allem den Muskelaufbau beschleunigen. Synthetisches Testosteron und Clomiphen. Helgemo akzeptierte das Strafmaß. Richtige Antwort, ihr steht bei 1000 Euro. Der Bridge-Weltverband ist vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt und insofern gibt es auch da Dopingkontrollen. So, noch eine Frage aus der Kategorie Zahlen bitte. Was nehmen wir denn? Schon gut. 60% lautet die Frage. A. Alle Deutschen erwarten, dass der Mann den Heiratsantrag macht. B. Der Schweizer mögen Schokolade am liebsten als Tafel. Oder C. Der EU-Bürger treiben keinen oder nur selten Sport. Das wäre belastend, ne? Also C jetzt. Aber es ist trotzdem... Also es ist alles belastend. Ja. Also A kann ich mir tatsächlich ganz gut irgendwie vorstellen. Also alle Deutschen waren, dass der Mann den Heiratsantrag macht. Das wären zum Beispiel, wären das alle Frauen und ein paar Männer. Ja, richtig. Sowas. Oder alle Männer erwarten, ob das wirklich aller Deutschen... Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass viele Männer einfach sagen, ich bin ja ein Mann und ich muss jetzt auch den Heiratsantrag machen. Weißt du, so dieser falsche männliche Stolz dahinter irgendwie. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen irgendwie. Der Schweizer mögen Schokolade. Also ich glaube, das ist... Also heißt B, dass die ganze Tafel Schokolade dann essen? Am liebsten als Tafel. Also da ist so wenig Schokoladen. Na gut, natürlich Fondue und so, aber 60%, das... Ich finde, C ist das Einzige, was für mich auch so Sinn macht. Ja, Seltensport heißt ja, Seltensport, wahrscheinlich, wenn man Weltgesundheitsorganisation schaut, dann heißt wahrscheinlich Seltensport einmal weniger als einmal die Woche, ist wahrscheinlich schon Seltensport. Machen. Und das heißt sowas hier, Leute, mehr Sport machen, das hat auch eine Aussage, das ist eine Message, das ist eine Information, das ist eine Aufforderung an die Zuschauer zu Hause in ganz Europa, die diese Sendung sehen. Europäer, schaut auf dieses Video. Und dann sieht man, dass man... Die Antwort falsch war. So. Und dann sitzen wir wieder hier, weißt du? Also was machen wir denn jetzt daraus? Ich bin für C, das macht für mich so... sinnig, also... Hey, wir haben gerade einen Gleichstand, wir können es doch erlauben. Wir können es uns erlauben, wir haben Gleichstand. Halt, für dich. Wir können auf jeden Fall nicht zurückliegen danach. Ja, das ist schon gut, mal gut. Und wir haben Entscheidung. Dann nehmen wir C? Ja, machen wir C. Wir nehmen C. Nehmen wir C. Hey, habt einen Lauf. Ja. Das von der EU-Kommission beauftragte Special Euro Barometer 472 veröffentlichte 2018 Umfrageergebnisse über die sportlichen Aktivitäten der EU-Bürger.
Weniger als die Hälfte der Befragten betreiben demnach Sport mit einer gewissen Regelmäßigkeit. 14% machen selten Sport, 46% sogar niemals. Zusammen zählen sich also 60% der EU-Bürger zu den Sportmuffeln. Bulgarien, Griechenland und Portugal sind darin Spitzenreiter. Die agilsten Europäer leben in Finnland. Die größte Motivation sind Gesundheit und Fitness, während zu wenig Zeit das größte Hindernis darstellt. Hi. So, wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Trimax und Elton haben 1.000 Euro auf dem Konto. Das ist nicht viel. Remy und Bernhard haben 1.500 Euro auf dem Konto. Und hier ist es, das Finale. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Musik. Du hast Ahnung von Musik? Bisschen, ja. Bisschen. Sehr gut. Musik. Das heißt, ich muss jetzt gar nicht denken. Können wir einen Kredit aufnehmen? So, Elton und Max haben gesetzt. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Curtis James Jackson III ist der richtige Name von Rapper A. Eminem, B. Snoop Dogg oder C. 50 Cent. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Beide Teams haben eine Antwort eingeloggt, haben Geld gesetzt. Gleich gibt es die Entscheidung, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran, wir sind gleich zurück. Willkommen zurück zu unserer heutigen Ausgabe. Wer weiß denn sowas? Unsere Gäste. Max Stemmler, aka Trimax im Team mit Elton. Die beiden haben 1.000 Euro erspielt. Und auf der anderen Seite Sebastian Mayer, aka Redi. Mit Bernhard, die beiden haben 1.500 Euro erspielt. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt aus der Kategorie Musik. Curtis James Jackson III ist der richtige Name von Rapper A. Eminem, B. Snoop Dogg oder C. 50 Cent. So, ich bin gespannt, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Elton und Trimax, 1.000 Euro habt ihr erspielt und gesetzt. Alles! Immer gut. Bernhard und Remy, 1.500 Euro erspielt und gesetzt. 501 Euro. Oh. Das heißt, wenn die jetzt Unrecht haben und die auf welche Antworten habt ihr getippt? Elton und Max haben getippt auf Antwort C, 50 Cent. Bernhard und Revi haben getippt auf Antwort C, 50 Cent. Wir nicht, er. In der Tat, Eminem, bürgerlich Marshall Bruce Mathers III. Auch? Ja. Bleiben noch Snoop Dogg und 50 Cent. Und Curtis James Jackson III ist der richtige, der bürgerliche Name von Snoop Dogg, nicht von 50 Cent. Und damit nicht schlecht, Bernhard. Ja. 2.001 Euro sind umgerechnet für jeden von euch 31,76 Euro. Ja. Kann man schon mal machen.
Also, vielen Dank. Danke an Remi, danke an Trimax. Ich bin wieder mit dabei, wenn ihr demnächst wieder auf YouTube zu sehen seid. Und 31,76 Euro natürlich auch für unsere drei Epic-Spieler, die heute gewonnen haben. Das war unser Beitrag zur ARD-Themenwoche Bildung Zukunft. Gibt noch ganz viele Beiträge, heute auch noch, 20.15 Uhr heute mit Eckart von Hirschhausen. Sollten Sie auch mal reinschauen über die ganze Woche noch. Danke, dass Sie dabei waren. Gute Woche und wir sehen uns morgen 18 Uhr dann wieder. Tschüss.